Wir haben es fast geschafft. Level 2 ist das fast geschafft und erst das zweite Level der achten Welt, aber eigentlich gab es ja schon ein paar Panzer und Schiffe. Also ich glaube, hier gibt es nicht viel mehr. Was macht der denn für Kamikaze? Das Gute ist, ich habe einen Schwanz und immer wenn ich das sage, dann passiert gleich was ganz Böses. Fast wäre es passiert. Man kann ja gar nicht vorausschauen. Was will die denn jetzt schon wieder hier? Boah, die sieht viel gefährlicher aus als beim letzten Mal. Hier ist ein Schwanz wichtig. Hoffentlich schaffe ich das jetzt. Ich glaube, das ist nämlich mein fast letzter. Wenn ich hier keinen Schwanz habe, wird das alles viel schwieriger. Hochlaufen, den Berg hoch. Ich traue mich da nicht runter zu rutschen. Ich bin noch nicht lebensmüde. Was will sie denn wieder? Aber hier ist sie natürlich sehr ineffektiv bei so einer Schrägen. Aber jetzt ist sie wieder effektiver. Und jetzt muss ich auf diesen scheiß Koopa landen. Mein Auge juckt, das ist natürlich nicht auf den Koopa landen. Boah, zum Glück war es das. Geschafft. Da war das erste Level ja doch wesentlich gefährlicher. Mit diesen scheiß Pflanzen. Da verbrate ich alle meine Power-Ups. Bei diesem ersten Level da zumindest. So, haben wir es bald geschafft? Ist das Schloss jetzt da irgendwann? Ne? Normales Schloss ist da. Hä? Was ist denn jetzt passiert? Wieso kann ich jetzt hier plötzlich durchlaufen? Was war das für eine sinnlose Röhre? War das jetzt das zweite Level gerade? Ja, es sieht ganz so aus. Na gut, dann hinterfrage ich das nicht weiter. Das ist aber noch nicht Bowsers Schloss. Kann ich mir nicht vorstellen. Das hat doch bestimmt einen eigenen Sound noch, oder? Sonst wäre es ja lame. Ich glaube, ich will da hoch. Nur so eine Vermutung, wenn ich irgendwann mal reinkomme. Ich kann da einfach drauf stehen bleiben, ne? Ja. Öpf, danke. What the fuck? Überhaupt nicht unfair. Und da rechts wäre ich eh nicht weitergekommen. Was soll ich jetzt noch nehmen? Bei so einem Schloss hilft mir kein P-Flügel. Hammer bringt mir auch nichts mehr. Wolke. Oh, das geht sogar. Kann ich mich zumindest mal umsehen. Ich will das Schloss trotzdem noch machen. Das da unten geht dann erst auf zur Röhre, wenn das Schloss geschafft ist. Wo lande ich hier? Okay, das ist Bowsers Schloss auf jeden Fall. Und da ist nochmal ein Panzer vor. Das heißt, ein Schloss und ein Panzerlevel. Dann haben wir es geschafft. Perfekt. Und das dann ungefähr 25 Videos, schätze ich mal. Das ist doch eine ordentliche Quote. Okay, jetzt müssen wir das aber noch machen. Ich glaube erstmal klein. Noch ein bisschen die Lage checken. Ich laufe jetzt erstmal normal weiter. Und guck, was das Level sonst noch zu bieten hat. Was mache ich hier? Sehr schön. Wenigstens mal wieder wie früher ein Power-Up zu ziemlich Beginn des Levels. Hä, wie soll ich denn da durchkommen? Genau deswegen gab es das Power-Up. Weil die genau wussten, hier kommt man sonst nicht durch. Ah, doch. Soll ich schon mal hier reinkommen? Kein Fließband. Danke. Ah, jetzt bin ich auf der anderen Seite des Fließbandes. Gut, kann ich mich zumindest mal auffüllen. Ich glaube, das ist wieder so ein Irrgarten. Ich liebe diese Level ja. Da rechts komme ich eh noch nicht weiter. Ich glaube, ich muss in die Tür rein. Nur eine Vermutung. Bin immer jetzt... jetzt bin ich wieder hier. Okay, ich weiß nicht. Ich glaube, ich bin sogar in die Tür... durch die Tür gekommen am Anfang. Ich habe es nicht mehr gewusst. So. Die letzte Tür, die es hier gibt. In diesem ersten Raum. Ich habe noch A gedrückt. Das ist total fies, sowas. Das ist unfaire Fallen. Gut, aber ich brauche nicht mehr Power-Up. Das schaffe ich auch so. Ich habe ja noch 28 Leben, also von daher. Ich habe nicht viel verloren. Ja, aber jetzt verliere ich ein paar. Kein Ding. Ich bin da optimistisch. Ich denke mal, dieses Video werde ich mindestens noch das Schloss schaffen hier. Wir
dem nächsten dann mindestens den Panzer und spätestens dann dem danach kommt Bowser dran. Und dann haben wir es geschafft. Vielleicht geht das aber auch alles viel schneller. So, war das jetzt gut, hier reinzugehen? Ja, stimmt, da bin ich ja. Genau, aber vielleicht ist es trotzdem richtig, der Weg. Das weiß man halt nicht. Ah, das ist das Fließband, wo ich am Anfang war, glaube ich. Dann gehe ich erstmal hier rein, da komme ich bestimmt wieder an den Anfang. Oder ganz woanders. Meine Theorien sind für den Arsch. Was ist das für eine? Auch noch schräg hier. Hast du gesoffen? Ja. Puh, ich dachte, der kommt zu mir. Ich will das Leben haben, aber ich kriege es nicht. Vielleicht beim nächsten Mal. Blatt. Das kann mir nützlich sein. Schnell da rein. Ich weiß nicht, ob ich da noch weitergekommen bin. Jetzt bin ich hier. Da gab es doch noch eine Tür, ne? Okay. Irgendwie nee. Ich glaube, ich muss doch weiter rechts. Auch wenn das gefährlich ist. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt ohne Blatt möglich ist. Oder mit Blatt. Vor allem ist es sehr schwer. Das Schloss gefällt mir nicht. Wenn das schon so schwer ist, was soll denn auch erst mit Bowsers Schloss werden? Aber ich muss ja sagen, ich bin eigentlich sogar positiv überrascht, dass mich das Spiel noch sehr fordert. Ich hatte es eigentlich sehr einfach in Erinnerung, auch wenn ich es nie ganz durchgeschafft habe. Ich bin so dumm. Ja, ist besser so, als die Demütigung weiter zu verfolgen in diesem Versuch. 25 Leben, komm, das... Wenn ich Game Over gehen würde, ich frage mich, ob die ganzen Luftschiffe dann auch noch wieder da sind. Und wieder zurückkommen. Das wäre der Hammer. Wobei, ich habe nur einen P-Flügel für das eine Level gebraucht. Und ich habe mir noch ein paar P-Flügel. Also wenn ich echt mal Game Over gehen sollte, ich glaube, dann würde ich die Sachen einfach mit den P-Flügeln machen. Man hat ja schon gesehen, dass ich es auch so kann. Außer das eine Level. Soll ich jetzt hier weitergehen? Ich würde da gerne mal rein. Okay. Kann ich mir das Leben vielleicht schnappen? Das wäre sehr cool. Dankeschön. 9! Okay, jetzt bin ich wieder hier. Scheiße, jetzt ohne Feder. Ich glaube, da muss ich das von unten machen. Boah. Ja, genau, da habe ich Anlauf durch... Ah, durch das Ding, durch das Fließband. Da ist bestimmt eine Falle drin. Hä? Wieso kein Blatt, hä? Es geht bestimmt da rechts weiter eigentlich. Ich wusste es so. Unten leben noch. Aha, für den ist er wahrscheinlich da, der Stern. Und jetzt? Wie groß ist das Ding? Nicht, dass die Zeit wieder ausgeht. Bitte, Controller, verlass mich nicht. War das richtig? Hätte ich draufbleiben sollen? Weiterspringen sollen? Ich bin verwirrt, ich laufe immer weiter. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Ob was anderes besser wäre. Mist. Mist! Bleib einfach da oben, bitte. Bin schon fast tot wieder. Lass mich da mal gucken. Ich hätte gedacht, da kommt jetzt so ein Pilz raus, der jetzt durchs Fließband nach rechts geht, aber das Fließband geht ja nach links. Boah, war der fies. Wer konnte denn damit rechnen? Gut, aber irgendwie macht es auch Spaß. Aber es ist halt sehr schwer und lange. Aber ich scheine, das so machen zu wollen. Also den Weg in etwa, die Route, die ich gehen will, habe ich mir jetzt ausgesucht. Es gibt bestimmt noch andere. Boah, was mache ich denn? Warum müsst ihr zugucken? Das macht mich immer nervös. Guckt mal weg.
10 Minuten schon wieder um. Aber noch nicht viel erreicht. Lalala. Jetzt kommt erst. Wie komme ich eigentlich in die Tür da unten? Da war ich auch noch nie. Da muss ich aber auch gar nicht hinkommen. Das bringt ja nicht viel. Leck mich. Jetzt kann ich nicht da rechts rein. Toll. Vielleicht. Jetzt komme ich in die Tür, oder? Ja. Ich kann ja nichts machen, wenn ich klein bin. Kann das sein? Total am Arsch. Wie unfair ist das? Ich kann nichts machen. Wenn ich klein bin. Ich kann nicht mal das Level verlassen. Ja, dann verschwinde ich eben. Das ist ja unfair. Man muss groß sein. Dann nehme ich mir jetzt irgendwas noch. Okay, Flügel bringt mir eh nichts. Das ist dumm. Das ist jetzt mein letztes Blatt quasi. Und gerade das könnte ich bestimmt später bei den Dingern gut gebrauchen, die noch kommen. Wenn ich jetzt hier bei so einem Scheiß verlieren würde, bei so einer Disco. Wieso kann ich eigentlich keine Stampfattacke machen hier? Bei New Super Mario Bros. Wii geht das doch auch. Bleib lieber bei dem Blatt. Nichts für ungut. Boah, wie soll ich jetzt da durchkommen? Huiuiuiui. Ich will kein Risiko eingehen. Das steht jetzt einfach nur auf dem Kopf. Kann ihn nicht loswerden. Das ging nur bei Super Mario World. Hopp, hab ich voll vergessen. Mein Herz, hätte ich vielleicht nach links gesollt. Da kann ich ja jetzt durch. Ah, jetzt bin ich hier. Okay, gut. Dann habe ich ein bisschen Überblick jetzt. War ein Fehler. Ich merke schon. Ich weiß schon, dass ich irgendwann durch den Controller gleich in die Lava fall. Dann ist alles kaputt. Okay. Noch ein Blättchen. Oh, verliere ich jetzt meinen Anzug? Ist ja egal. Sieht auch gut aus. Obwohl, davor, oh, da hätte ich mich ja verwandeln können ein bisschen. Mit dem Anzug, aber macht ja nichts. Ist mir egal. Hauptsache flattern. Und jetzt kann ich hier durch. Den Stern nehme ich gleich auch noch mit, natürlich. Ob der irgendwas bringt. Ach, jetzt. Da unten war ich ja schon. Hä, was ist das denn für eine Scheiße? Der Stern bringt mir hier eh nichts. Vielleicht hier am Ende. Der ist doch viel zu schnell weg. Ich kann ein bisschen mitnehmen. Strategische Denke. Oder verschwindet der gleich von selbst? So. Gut, hier unten war ich und bin dann gestorben. Wie unnötig. Hier muss ich doch sowieso dann nach links. Ich weiß nicht, was das soll alles. Ich fühle mich voll verarscht. Dumm. Jetzt habe ich mir meinen großen Vorteil geraubt. Und meinen kleinen Vorteil auch noch. Ich weiß nicht, wo der Ausgang ist, ganz ehrlich. Ich finde ihn nicht. Und langsam geht mein Leben zur Neige. War ich hier schon mal drin? Kein Fließband. Danke. So, jetzt gehe ich auch wieder nach links, wo ich schon war. Nach rechts. Also bringt mir das doch eigentlich gar nichts. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Hier bin ich auch schon gewesen. Balla. Hä, war ich nicht hier gerade schon mal und hab da meine Größe verloren? Ein Power-Up wäre nicht schlecht. Münze ist auch nicht schlecht. Überhaupt nicht. Ah, jetzt bin ich hier. So, ich habe jetzt gar keine Wahl. Doch, habe ich. Aber warum sollte ich weiter rechts gehen? Da gibt's doch gar nichts. Verstehe das nicht. Ach, hier kam P-Switch, ne? Vielleicht muss ich den irgendwie drücken. Naja, da komme ich ja nur links weiter wahrscheinlich. Durch die Blöcke.
Und jetzt ist auch noch die Zeit ein Problem. Huiuiui. Oh oh. Ja, da komme ich auch super toll hoch. Wie das Fließband übrigens ins Nichts verschwindet. Und das Ding ist, ein P-Flügel würde mir nicht mal helfen. Aber vielleicht eine Sterne, wenn ich ganz schnell bin. Zum Power-Up. So. Oh, super. Das hat's. Ja, klein komm ich eh nicht weiter. Gut, ich guck mal kurz, wie der Weg ist, damit wir hier nicht ewig rumhängen. Also, wie es gleich.